Komplex, Herr Warbeck. Herr Fischer, ich hatte Anfang Februar, am 7. Februar, glaube ich, war es, Ihre Kollegin gefragt, ob die entsprechende Verbalnote aus Nicaragua schon ihren Weg ins Auswärtige Amt gefunden hat. Mittlerweile hat Nicaragua ja auch offizielle Schritte eingeleitet gegenüber dem IGH und wirft Deutschland einen Bruch der Genozidkonvention unter anderem vor. Aber ganz kurz, ist diese Verbalnote mit der entsprechenden Aufforderung an Deutschland, die Waffenlieferungen an Israel zu unterlassen, mittlerweile angekommen? Wie Sie wissen, hat Nicaragua vor dem Internationalen Gerichtshof ein Verfahren angestrengt, das wir für haltlos halten und uns sozusagen auch unsere Argumente darlegen werden. Und wir sind überzeugt, dass die auch Widerhall finden werden. Und in diesem Zusammenhang hat Nicaragua in der Tat einige Zeit nach der Bundespressekonferenz, in der Sie die Kollegin gefragt haben, uns auch eine Verbalnote übermittelt. Warum das so lange gedauert hat auf nicaraguanischer Seite, das hat sich uns nicht so recht erschlossen, weil Nicaragua ja bereits per Pressemitteilung angekündigt hatte, uns die Verbalnote zu übermitteln. Und dann passierte einfach Tage und Wochen lang nichts, aber zu guter Letzt ist diese Verbalnote dann doch eingetroffen.